So, hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben. Im heutigen Video zeige ich euch nach mehrfacher Nachfrage, wie man den Fritz schneller macht. Eigentlich ist es schon bekannt, man braucht eigentlich nur YouTube einmal kurz das Passende eingeben und kommt eigentlich sofort auf ein Video von den Kollegen. Aber ich zeige es euch trotzdem. So, wir machen Bildschirmaufnahme. Ich zeige euch erstmal, die Kiste fährt 22. Und dann ist die Sache wirklich sowas von leicht. Also, ich hoffe, ich kriege hier alles vernünftig jetzt eingefangen. Das ist nämlich der Nachteil, wenn man alleine ist. So, also, Fokus. So, der Power-Button. 8-mal drücken hintereinander. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann erscheint im Display eine 1. Mit dem Gashebel umswitchen auf die 2. Und dann mit 8-mal bestätigen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und er hat das Ganze übernommen. Und jetzt schaut in die Aufnahme. 24,8. Also 25 km/h laut Display. Super. Das Ganze ist natürlich auf eigene Gefahr. Im öffentlichen Straßenverkehr verboten. Und kann natürlich nach jedem Update gesperrt werden. Ne? Also wenn ein neues Update kommt, seid halt ein bisschen vorsichtig, schaut, ob es funktioniert oder eben nicht. Irgendwo vorher in Foren oder so lesen, denn sonst habt ihr nachher nicht mehr die Möglichkeit, das zum Beispiel zu machen. Ja, so leicht kann es gehen. Das Ganze geht im Übrigen mit dem Paul genauso. Genau die gleiche Prozedur. 8-mal drücken, einmal umschalten, 8-mal drücken zum Bestätigen, geht hin und her schalten. Ganz easy. Das soll es gewesen sein mit dem Video. Fritz ist aktuell lieferbar bei Drittbrett. Wenn ihr Bock auf die Karre habt, mit dem Code TT10 könnt ihr da 10 Euro sparen. Ebenso auf alle anderen Produkte, die Wilde Hilde, das Paulchen, Kalle, Emma und der Alleskönner Fritz. Bis zum nächsten Mal. Ciao.